Ja, was haben wir uns alle gefreut hier. Wir sind Papst. Uns allen war damals klar, dieser deutsche Papst wird die Kirche mit Kraft und Leidenschaft in die Moderne führen. Keine leidigen Diskussionen mehr über Kondome, Abtreibungen und Homosexuelle. Der coole Ratze hat damals alles möglich gemacht. Hier, das Pickelblatt Bravo hatte damals sogar ein Ratze-Fanposter gedruckt. Leider wird in deutschen Kinderzimmern das Poster jetzt umgedreht werden müssen. Und zwar so. Na, ob das wirklich besser ist? Tja, denn plötzlich ist der Papst total uncool geworden. Falls Sie es noch nicht mitbekommen haben. Da gab es ja jetzt einen kleinen Skandal. Dieser Bischof Williamson hat die Existenz von Gaskammern geleugnet und wurde trotzdem in den Schoß der katholischen Kirche zurückgeholt. Damals waren wir Papst, heute sind wir Holocaust-Leugner. Toll, lieber Benedikt, dass du jedem schwarzen Schaf vergibst. Wir sind so stolz auf dich, dass unser Dennis dir jetzt sogar ein Lied singt. Kann das wirklich Sünde sein, wenn ich einem Holocaust-Leugner verzeih und dann auch noch lächle dabei? Vor Glück, es kann doch keine Sünde sein. Diese Pius-Brüder sind doch charmant, vielleicht ein bisschen rückwärts gewandt. Ja, mein Gott. Wir sind nun mal grundverschieden. Ich bin Papst, ihr seid das einfache Volk. Mein Vorgänger sorgte zwar für Frieden. In meinem Fall hat der Herr anders entschieden. Das kann doch keine Sünde sein. Juden, Christen, Moslems greifen mich an. Ich bin doch nicht der Weihnachtsmann, sondern der Papst. Solo! Also das kann doch keine Sünde sein. Wenn zwei Männer sich lieben, das ist Sünde. Oder Kondome, aber das bisschen Holocaust-Leugnen, also Herrgott, Sakrament. Das kann doch keine Sünde sein. Ich hab ihm doch schließlich die Meinung gegeigt. Nach einer halben Ewigkeit. Wer hat es gesagt? Egal.